In Österreich haben natürlich alle recht, die sagen, wir haben ja noch kein Problem auf den Intensivstationen. Die sind ja noch gar nicht ausgelastet. Aber ich bitte, dass wir uns alle noch einmal in Erinnerung rufen, was exponentielles Wachstum bedeutet. Wir haben in Österreich derzeit eine Verdoppelung der neuinfizierten Zahlen innerhalb von ungefähr 3 Wochen. Wenn dieser Trend nicht abreißt oder sich sogar noch verschärft, dann bedeutet das 6.000 Neuinfizierte pro Tag im Dezember. Ich darf daher auf die Punkte eingehen, die ab Freitag 0 Uhr für Österreich in Kraft treten werden. Es gilt weiterhin, was wir bisher schon gewohnt sind und was wir auch ständig predigen, nämlich Abstand halten und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Das sind 2 ganz wesentliche Maßnahmen, die weiterhin gelten. Darüber hinaus reagieren wir als Bund dort, wo die Masse der Ansteckungen stattfindet, nämlich bei privaten Zusammenkünften. Ab Freitag 0 Uhr werden Indoor-Zusammentreffen nur noch mit maximal 6 Personen, also maximal 6 Erwachsene, stattfinden können. Outdoor maximal 12 Personen. Das gilt grundsätzlich überall. Das bedeutet im Restaurant genauso wie beim Yogakurs, in der Tanzschule genauso wie bei der Geburtstagsfeier, bei der Hochzeit genauso wie beim Zusammentreffen in Vereinslokalitäten. Alle Zusammentreffen außerhalb der beruflichen Tätigkeit sind erfasst. Die Ausnahme wie bisher sind Begräbnisse. Darüber hinaus gibt es professionelle Veranstaltungen. Das ist der Teil, der nicht jeden Österreicher betrifft, aber für die Veranstaltungsorganisatoren ist dieser Teil wichtig. Auch hier gibt es Nachschärfungen. Professionelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel Bundesligaspiele, die Staatsoper oder anderes, können ausschließlich nur mit zugewiesenen Sitzplätzen stattfinden, mit Mund-Nasen-Schutz während der gesamten Dauer der Veranstaltung. Es dürfen keine Speisen und Getränke mehr verabreicht werden. Es braucht eine Vorabinformation der Gesundheitsbehörden bzw. eine behördliche Genehmigung. Outdoor maximal 1.500 Personen, Indoor maximal 1.000 Personen. Sehr geehrte Damen und Herren, die professionellen Veranstaltungsorganisatoren wissen Bescheid. Das betrifft alle Zusammenkünfte außerhalb des Berufs, mehr als 6 Personen bzw. Outdoor mehr als 12 Personen. Was sich jeder Einzelne merken muss, was jeden einzelnen Staatsbürger betrifft, ist, treffen Sie sich Indoor mit nicht mehr als 6 Personen, Outdoor mit nicht mehr 12 Personen. Versuchen Sie überall, wo es möglich ist, Abstand zu halten und tragen Sie eine Maske.